Jetzt müssen wir ganz leise sein, sonst haut er ab. Ich befinde mich gerade im Wald und habe jetzt etwas ganz, ganz Tolles entdeckt. Und zwar hier. Hier im Gras. Da versteckt. Müssen wir ganz leise uns anpirschen, sonst haut er ab. Da. Wunderschön. Seht ihr das? Da. Hier. Im Wald. Da versteckt ein sehr schöner Speisepilz und den schneide ich jetzt mal ab. So. Und tatütata, es handelt sich um einen Marone. Und sie schaut auch sehr schön aus. Schaut mal da. Ganz toll. Also eine Marone hier kann man essen. Die schmecken sehr gut. Und das Beste ist, wo eine ist, sind ja noch mehr. Und da ist noch eine, aber die schaut schon so verhutzelt aus, nicht so schön wie die. Die nehmen wir mit und die anderen, ja, die lassen wir da. Also es ist wieder Pilz im Wald. Ja, warum gibt es so viel Pilz im Wald? Weil die Tannen zapfen und das ist einer, den erkennt man ganz gut. Das ist die Marone. Also zeige ich euch noch ein Exemplar, habe ich auch gerade gefunden. Das schaut wirklich schön aus. Hier so ein braunes Käppchen, unten hat es dann diese Röhren. Ja, und sowas, das ist eine Marone. Schmecken sehr, sehr gut. Riecht auch gut, also den könnt ihr mitnehmen. Also das ist ein essbarer Pilz, also da wichtig natürlich, wenn sie total vermodert sind oder zu groß, lasst sie stehen, dass wieder neue Pilze wachsen können. Aber den nehme ich mit und wo einer ist, sind wir vielleicht noch mehr. In diesem Sinne, ja, kann man vielleicht jetzt langsam doch mal raus in die Pilze, aber passt auf, dass ihr nur essbare Pilze mitnehmt, weil da sind noch ganz, ganz viele andere hier, die da und die will ich nicht essen, die kenne ich gar nicht, die mag ich nicht. Esst also wirklich nur Pilze, die ihr kennt. Nicht, dass ihr so einen einmaligen Pilz erwischt. Das ist der Weiße da mit der Knolle unten dran und dem Schirmchen. Das wäre so ein weißer Knollenblätterpilz. Das ist wirklich ein einmaliges Pilzgericht. Deswegen esst den nicht. Und jetzt, ich suche jetzt einfach noch ein bisschen weiter, was ich noch Schönes finde, weil einen Steinpilz habe ich jetzt noch keinen entdeckt. Ja, mal gucken. Aber in diesem Sinne, das war's mein Wort zum Pilzesuchen. Macht's gut, euer Herr Peter.